In der neuesten Andor-Folge sehen wir jemanden, den ich da definitiv nicht erwartet hätte. Im Gefängnis, in das Cassian kommt, ist auf einmal Snoke zu sehen. Naja, nicht ganz Snoke, aber fast. Nämlich Andy Serkis spielt hier einen Gefangenen, der auf die anderen Gefangenen da aufpassen soll. Und Andy Serkis ist unter anderem der Schauspieler von eben Snoke. Ich habe das Ganze auf Englisch geguckt und man hört definitiv die Ähnlichkeit zu Snokes Stimme raus. Vermutlich steckt da eigentlich nicht viel hinter. Man wollte Andy Serkis vielleicht einfach nochmal die Möglichkeit geben, bei einem guten Star Wars Projekt dabei zu sein. Aber gibt es vielleicht doch die winzigste Chance, dass mit diesem Typen irgendwas passiert und er schließlich dann zu Snoke wird? Was denkt ihr?